Servus, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ist Montag, der 8. April. Jo, Vater ist gerade fort hier oben im Fergesohn und holt die Wasserfässer. Dann pumpen wir mal Luft, weil die Pferde sind angeweidet und die sind jetzt den ganzen Tag draußen. Da braucht die dann Wasser, sonst hatten wir die immer nur mal 2-3 Stunden draußen. Außerdem ist jetzt auch warm. Haben wir jetzt hier endlich mal vernünftiges Wetter. Sagen wir mal, schön warm, trocken. Ja, das machen wir jetzt. Und dann hoffe ich mal, dass ich die Woche auch irgendwann mal auf den Acker komme, die Gerste sehe. Weil, denke mal, dass jetzt noch ein bisschen so bleibt, trocknet das so weit ab, dass wir da vernünftig starten können. So, jetzt haben wir geschafft. Das war mal der Wurzelstock. Wir haben zwar ein großes Loch, weil wir die große Schaufel haben. Aber hier unten sieht man schön, wie viel Erde hier ist. Und dann ist Fels. Basalt. Das ist auch hier oben auf dem Kopf. Aber das ist hier so. Also aktiv kann man hier arbeiten, aber da muss man viel Stein lesen. So. Hier war noch eine. Den haben wir schon rausgemacht. Der ging eigentlich ganz gut. Und ja, an sich sieht das jetzt hier halbwegs, naja, das heißt ordentlich. Auf jeden Fall haben wir die dicke Wurzeln raus und die Äste weg, weil hier muss Sommergerste hin. Und ja, was habe ich gesagt? Heute ist Montag, der 8. glaube. Morgen haben sie so ein bisschen getrudelt gemeldet, 1,2. Da gucken wir mal, ob da was kommt, weil wenn man das hier sieht, es ist auch noch ziemlich
pappig, nass. Und warte ich morgen nochmal ab und dann vielleicht Mittwoch, Nachmittag, Mittwochabend anfange Ecke durchfahren, mal einen Tag liegen lasse und dann sehen. So ist der Plan eventuell. Ja, wir machen jetzt hier noch ein bisschen weiter mit dem alten Melkvarione. Mal sehen, ob wir den irgendwie da wegkriege oder wie auch immer. Weil normal muss der hier klein geflext werden. Sonst muss ich mir mal irgendwie einen Brenner oder groß Akkuflex irgendwas besorgen. Weil ich glaube nicht, dass wir den hier so irgendwie halbwegs bis heim kriege, dass ich ihn da klein schneiden kann. Naja, mal ganz weiß. Machen wir auf jeden Fall mal das Loch erstmal zu hier. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie sagt man da? Der Plan war gut, die Ausführung schlecht. Ich meine, es ist ja auch fast alles mitgekommen. Wenn man sich mal das hier anguckt, es ist ja quasi fast alles, was wir jetzt da mitgenommen haben. Aber naja. Mittwoch, der 10. April. Ich habe jetzt gerade mal hier ein bisschen Maschine geräumt. Gruber steht an der Ecke. Jetzt haben wir mal die Scheibe wieder angehängt. Jetzt schmieren wir die noch und dann probiere ich mal. Mal probieren, da wo Sommergerste hin soll, die fahren wir da mal flach durch, weil hier die Sonne scheint, eigentlich jetzt schönes Wetter gemeldet bis zum Wochenende hin und mal gucken, ob wir dann Moje sehen können, ob es heute schon geht oder ob ich Moje erst durchfahren kann, sehen wir dann. Wir machen auf jeden Fall Feld dran und dann geht's los. So, wir sind am Durchfahren, schlafen uns ein bisschen hier und da. Die Flächen, die waren ja gespritzt, von daher fahre ich die jetzt nur flach durch, dass die Rohre drauf ein bisschen abtropfen können und der Rest wird kreiselig durch. Und dann denke ich, sollte das funktionieren, weil, die Rohre ist noch so ein bisschen klamm, kommt dunkel raus, arbeitet sich aber. Und hier der Ententeich, das dauert nur ein bisschen, deshalb machen wir da auch Mais hin. Weil da die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier unten noch ein bisschen mitsehen können, größer ist wie jetzt. Weil hier schwimmt es gerade noch. So, und da wir gerade die feuchte Stelle gefunden haben, habe ich hier die Walze zugefahren. Aber Oberlenker aushänge, vorne ein bisschen hoch. Jetzt hier zwei Hunde über den Acker, sieht schon fast wieder gut aus. Mache ich hier und da noch ein bisschen locker. Das ist hier eigentlich ganz feine, weiche Erde, aber nass. Weil mir kommt, ich bin rückwärts hier hochgefahren, weil vorwärts ging nicht, weil es vorne nicht mehr so gelenkt hat. Ich habe halt kein Frontgewicht dran, weil normal brauchen wir das nicht. Aber hier in dem Fall hätten wir es gebraucht. So, machen wir das ein bisschen locker hier. Zack. Und schon sollte das wieder funktionieren. So. Kann ja mal Malheur haben ein bisschen. Zack, hier noch. So. Einmal alles eingesaut. Aber ansonsten läuft's. Hier ist auch wieder trocken. Er hat schon beim Drüberfahren gestaubt.
So, wie man schön sieht, alles schön gelb. Spritzmittel hat funktioniert. Hat alles erwischt. So, wenn wir jetzt hier mal den Fuß probieren, sind wir hier so, ja, keine Ahnung, weiß ich, 5, 6, 8 cm tief. Dann trocknet das jetzt schön ab, weil wenn wir zu tief machen, holen wir nur nasse Knäuel raus und ja, muss ja noch Gerste rein. Die hat das nicht gern, wenn der so nass ist. Wobei, wenn man den Boden hier sieht, also hier ist er abgetrocknet, hier unten ist er dunkel, da ist er noch nass. Es ist halt ziemlich sandiger Standort hier, da geht das. Klappt ja auch schön. Und dann denke ich mal, morgen, vielleicht übermorgen, komme ich dann mit der Sämaschine. Müssen wir morgen mal gucken, wie es abtrocknet. Weil heute ist die Sonne hier gerade mal da oben weg. Manchmal kommen sie wieder. Auf jeden Fall haben wir bis zum Wochenende ja, trockenes Wetter gemeldet. Und so, gucken wir mal. So, hier sind wir jetzt erstmal fertig. Und so, fahren jetzt mal heim. Wie gesagt, dann gucken wir mal morgen, wie es getrocknet hat, wie es ist und ob ich dann morgen sehe oder übermorgen. Und ob wir vielleicht den anderen da dann noch durchfahren können, der noch nicht so ging. Aber wir werden es weiß. So, das ist der letzte hier. Den habe ich jetzt mit der Scheibe nicht gefahren, weil mir das mit der Scheibe zu nass war. Aber jetzt haben wir mal die alte Rabengruppe angehängt. Ich probiere es jetzt einfach. Fahre den jetzt mal durch. Also sonst müssen wir ewig warten, bis das hier trocken wird. Wird jetzt probiert, dann mach es, wenn es will. Entweder das geht oder das geht nicht. Wir werden es jetzt gleich weiß. Sein, aber dann trocknet es wenigstens ab. So, das sieht jetzt relativ wüst aus hier. Ist es auch. Aber jetzt kann der mal ein bisschen abtrocknen. Und dann können wir vielleicht, heute ist Mittwoch, ich denke mal Freitag vielleicht, komme ich hier mal mit der Sämaschine her. Und das sieht jetzt hier wüst aus, das ist aber ganz feines Land eigentlich. Wenn das trocken ist, müsste das normalerweise gehen. Und wenn nicht, dann nicht. Das ist halt nun mal so, hier bei uns ziemlich nass. Gerade der hier unten ist auch nass. Wie lange soll ich da jetzt warten, wenn ich den dann eine Woche oder zwei Wochen später sehe? Ist die ganze Gerste reif, nur der nicht. Deshalb kommt jetzt vorbei und dann muss werden, wie es will. Egal. So, dafür haben wir den alten Rabengruber. Einmal frei funktioniert. Nur die Reifen sind ein bisschen dreckig. Oh,
Tja. Soll ich sagen? Ja, mal. Ja, mal.